Mein Name ist Monika Hagedorn-Saupe. Ich bin stellvertretende Leiterin des Instituts für Museumsforschung und Mitkoordinatorin dieser Veranstaltung. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen im Namen unseres Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Professor Hermann Partzinger, der sich entschuldigen lässt, da er heute leider kurzfristig terminlich an anderem Ort sein muss und deshalb nicht hier sein kann. Von Beginn an, seit 2011, ist die SPK an der Veranstaltungsreihe Zugang gestalten beteiligt. Es ist nun das dritte Mal, dass wir diese Veranstaltung in unseren Räumen begrüßen können, nach den sehr erfolgreichen Tagungen in den Jahren 2014 und 2016. Nach der Tagung im letzten Jahr in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main ist die Veranstaltung in diesem Jahr zurück in Berlin und wieder im Hamburger Bahnhof. In diesem Jahr mit einem besonderen Blick auf Europa. Gerade für die Einrichtungen wie die SPK als der größte deutsche Komplex von Einrichtungen des kulturellen Erbes ist diese Themenstellung besonders relevant. Wir arbeiten in vielen Bereichen mit Partnern aus ganz Europa zusammen. Die Einrichtungen der SPK sehen die Digitalisierung als eine der Kernaufgaben aller Institutionen, die kulturelles und geistiges Erbe bewahren. Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe, die Teil der Erhaltung, der Erschließung und insbesondere der Vermittlung ist. Und sie ist heute eine unverzichtbare Basis für die umfassende Erforschung und Online-Bereitstellung des kulturellen Erbes. Die SPK formulierte vor einigen Jahren ihre Digitalisierungsstrategie und erarbeitet zurzeit ein digitales Manifest, das die Grundlage bilden soll für die digitale Transformation, die die gesamte Stiftung betrifft. Hunderttausende von Digitalisaten wurden inzwischen erstellt und stehen auf den unterschiedlichen Plattformen der SPK-Einrichtungen zur freien, privaten und wissenschaftlichen Nutzung zur Verfügung. In vielfältigen Initiativen, ausgehend von der Schaffung geeigneter Infrastrukturen bis hin zu der aktiven Beteiligung an Kulturgüter präsentierenden Plattformen auf nationaler und internationaler Ebene, wie zum Beispiel Europeana, aber auch auf allgemeiner Ebene und hochspezialisierten wissenschaftlichen Plattformen sowie der Nutzung digitaler Medien für die Vermittlung, stellt sich die SPK ihrer Verantwortung, einen breiten Zugang zu ihren Beständen zu gestalten. Im Europäischen Jahr des kulturellen Erbes, an dem wir uns aktiv beteiligt haben und beteiligen, freut es uns besonders, dass die diesjährige Tagung mit dem Themenschwerpunkt Europa wieder in unseren Räumen hier in Berlin stattfindet. In diesem Sinne darf ich ihn ausrichten von Professor Partzinger. Er wünscht uns eine erfolgreiche Veranstaltung. Vielen Dank.